Warte, wo soll ich denn drücken? Jetzt läuft es. Okay. Und bei mir im Studio begrüße ich nun den Chef der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Herr Wendt, das Kabinett hat im Eiltempo also jetzt diese neuen Asylgesetze durchgewunken. Reicht das? Ja, zunächst mal ist das ein gutes Zeichen und ist ein Zeichen dafür, dass Politik hier reagieren kann. Was mir nur fehlt, ist, dass Politik rechtzeitig reagiert. Es muss erst immer überall Lichterloh brennen, bis die mal was auf die Reihe bekommen. Das hätte man alles schon ein Jahr oder so früher machen können. Da waren die ersten Anzeichen für diese Entwicklung ja schon absehbar. Was meinen Sie denn mit Lichterloh brennen? Nun, in unseren Asylunterkünften ist ja teilweise der Teufel los. An der Grenze in Süddeutschland, insbesondere in Bayern, ist der Teufel los. Unsere Kolleginnen und Kollegen kommen nicht mehr aus den Stiefeln, aber nicht erst seit letzter Woche oder letzten Monat, schon das ganze Jahr über. Unsere Bundespolizei und die Bayerische Landespolizei in besonderer Weise, aber auch aus anderen Ländern, sind ja seit Monaten heftig belastet. Und jetzt wird so getan, als wäre Politik davon überrascht. Das kann nicht sein. Da war niemand von überrascht. Man hätte viel früher reagiert. Wir hören Massenschlägereien in Asylunterkünften. Wir hören sogar, dass es offenbar Überfälle auf Supermärkte gegeben haben soll. Es ist eine zusätzliche Belastung für die Polizei. Fürchten Sie, dass die Kriminalität dadurch ansteigen könnte? Ja, das ist leider zu befürchten. Es gibt ja drei Themenfelder. Das eine sind die Anschläge auf diese Asylunterkünfte, die seit Monaten stattfinden, und die Zahlen sind da ja auch explodiert. Das heißt, wir sind in erheblicher Weise gefordert, diese Unterkünfte zu schützen. Dann gibt es die Kriminalität unter den Flüchtlingen. Das heißt, Vergewaltigungen von Frauen und von Kindern, massive Gewaltanwendung, kriminelles Handeln im Sinne von Ausbeutung, Versklavung. Das alles sehen wir dort. Das sind nicht nur Rangeleien, weil man auf engem Raum zusammenlebt, sondern da finden auch richtige Verteilungskämpfe unter den Flüchtlingen schon statt. Also Dominanzkämpfe, das heißt religiöse Gruppen untereinander, Eiferer, die man nicht leicht voneinander trennen kann, zumal das private Sicherheitspersonal häufig überfordert ist. Es sind zu wenig und zu wenig qualifizierte Leute. Stellen Sie auch fest, dass die Flüchtlinge zum Großteil überhaupt keinen Respekt vor den Polizisten, vor den Beamten haben? Nein, vor den Beamten eigentlich eher schon, aber vor unserer Rechtsordnung nicht. Sie spüren ganz genau, dass dieser Rechtsstaat sich schwach aufgestellt hat und dass beispielsweise das Asylverfahren überhaupt keinen Einfluss nimmt auf ihr Verhalten. Das heißt, sie können eigentlich tun und lassen, was sie wollen. Der Staat reagiert kaum. Und die Justiz und Politik sind deshalb aufgerufen, tatsächlich den Leuten von Anfang an klarzumachen, dass hier nicht die Scharia gilt oder irgendeine andere Religion, sondern dass hier die deutschen Strafgesetze gelten und wir auch bereit sind, die durchzusetzen. Es geht hier ja nicht um Familienstreitigkeiten, sondern um schwerste Verbrechen, um schwere Straftaten, und der Rechtsstaat muss zeigen, wer so etwas begeht, wer also vom Verfolgten zum Verfolger wird, da muss der Rechtsstaat reagieren. Die müssen sofort aus dem Verkehr gezogen werden und wir sollten auch die Abschiebehaftanstalten genau dafür wieder eröffnen. Da gehören diese Personen hin. Niemand hat ein Anrecht darauf, dass das Asylverfahren in Freiheit abgewartet werden kann. Es ist durchaus möglich, dass man das in einer Haftanstalt abwartet. Herr Wendt, noch die abschließende Frage an Sie. Es heißt ja immer wieder, man soll die Flüchtlinge nach Ethnien und nach ihren Glaubensrichtungen trennen. Ist das denn wirklich der Weg? Nein, ich glaube, dass das unzureichend ist. Nein, der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja auch einigermaßen Hilflosigkeit. Man will das erstmal voneinander trennen, aber das ist ja schon kaum möglich. Schon bei der Religion ist es ja schon ganz schwierig. Wen will man denn da voneinander trennen? Also Sunniten von Schiiten, Salafisten, gemäßigte Salafisten gegen radikale Salafisten, das sind ja nun mal alles Anhänger, zumindest des muslimischen Glaubens. Das wird einem nicht gelingen. Bei den Ethnien ist es dann ganz genauso. Wenn wir die Ethnien voneinander trennen, dann bereiten wir sozusagen staatlicherseits schon Parallelgesellschaften vor. Auch das wird nicht gehen. Ich glaube, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, besonders schutzbedürftige Gruppen besonders zu beschützen. Das sind Frauen, das sind Familien und Kindern und das sind vor allen Dingen auch die Christen unter diesen Flüchtlingen. Die brauchen den besonderen Schutz des Staates und ansonsten muss jeder, der dort lebt, jedem muss klargemacht werden, hier gelten deutsche Gesetze, wir setzen sie auch durch und wer dagegen verstößt, hat nur Anspruch auf Freiheitsentzug und anschließende Abschiebung. Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, vielen Dank für das Gespräch.